Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Chinesen brauchen keine Atombomben. Sie liefern einfach keine Antibiotika mehr. Diese Worte der Pharmazeutin Frau Professor Ulrike Holzgrabes in einer ZDF-Dokumentation treffen im Grunde den Nagel auf den Kopf. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sind aktuell fast 440 Humanarzneimittel. Impfstoffe sind darin nicht berücksichtigt, von Lieferengpässen betroffen. Dies betrifft vor allen Dingen Schmerzmittel, Antibiotika und Antidepressiva. Aber welche Erkenntnisse liegen eigentlich in diesem Bereich auf der Hand? Wo liegen die Ursachen? Die erste Erkenntnis ist, dass die in Fernost wesentlich günstiger produzierten medizinischen Wirkstoffe einer starken Marktkonzentration unterliegen. Das bedeutet, dass es teilweise nur zwei oder drei Hersteller gibt, die unter niedrigen Regularien und Auflagen quasi konkurrenzlos die ganze Welt beliefern. Und das bedeutet für uns in Deutschland, dass Patienten, auch solche mit ernsthaften und lebensbedrohlichen Erkrankungen, nun auf ihren Wirkstoff oft lange warten müssen. Als zweite und noch viel gravierendere Erkenntnis aus der Corona-Krise sehen wir nun, dass die Abhängigkeit von Nicht-EU-Ländern bei lebensnotwendigen Gütern wie Medikamenten oder Schutzausrüstung im Krisenfall eine Gefahr für die öffentliche Daseinsvorsorge darstellt. Da fordern wir als AfD-Fraktion in unserem Antrag, dass die Landesregierung auch hier in diesem Bereich tätig wird und abgesehen von Verlautbarungen oder Pressemitteilungen hier auch den Ernst der Lage erkennt. Dringend benötigte und ärztlich verschriebene Medikamente sind in Niedersachsen und bundesweit nicht oder nicht im ausreichenden Maße verfügbar, Herr Kollege Mayer. Und die Gesundheit unserer Bürger ist dadurch gefährdet. Fangen wir also endlich an, die heimischen Produkte und Veredelung von Wirkstoffen zu schützen, zu fördern und hier vor Ort auszubauen. Niedersachsen sollte dabei auch aufhören, sich immer wieder hinter dem Bund, der EU oder Stakeholdergruppen zu verstecken und so lange abzuwarten, bis diese dann irgendwann Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die mitunter die Situation noch verschärfen. Was wir brauchen, sind klare Maßnahmen zur Rückgewinnung der Kontrolle über die Arzneimittelversorgung. Lebensnotwendige Wirkstoffe müssen dauerhaft wieder in der EU, in Deutschland und sogar im besten Fall hier in Niedersachsen produziert und veredelt werden. Daher fordern wir als AfD-Fraktion die Landesregierung auf, gemeinsam mit der hiesigen Pharmaindustrie, Forschungsinstituten, Universitäten und Hochschulen Möglichkeiten zu prüfen und dann aber auch umzusetzen, um die Erforschung von Produkten sowie die Veredelung von pharmazeutischen Wirkstoffen in Niedersachsen zu ermöglichen und natürlich auch zu fördern. Es ist einfach nicht länger hinnehmbar, dass Patienten für die Fehler hier der Bundesregierung bezahlen müssen. Die Umstellung auf teure Ersatzmedikamente, die mehrfache Zuzahlung der Rezeptgebühren bei Aufteilung auf kleinere Packungen oder der extrem verteuerte Preis von Medikamenten, die von Herstellern geliefert werden, die keinen Rabattvertrag mit der jeweiligen Krankenkasse geschlossen haben, sind alltägliche Belastungen für die Patienten und Kranken in unserem Land. Werte Kollege, am Ende ist uns auch klar, dass hier der Ball bei der Bundesregierung und beim Bundesgesundheitsminister liegt, nachvollziehbar und schnell wirksame gesetzliche Grundlagen zu schaffen, um den Mehraufwand der Patienten abzufedern. Aber bei der ganzen Diskussion muss auch klar sein, dass die vom Minister Spahn angekündigte reaktive Meldepflichten und Warnsysteme nicht in Ansatz ausreichen werden, um eine stabile und flächendeckende Versorgung mit Medikamenten in der Bundesrepublik sicherzustellen und Lieferengpässe durch Importabhängigkeiten vorzubeugen. Eine freiwillige Meldung in eine gesetzliche umzuändern, löst keine Probleme. Sie führt einfach auch nicht dazu, dass mehr produziert wird. Denn auch der wesentliche Grund für die Verlagerung der Arzneimittelproduktion ins Nicht-EU-Ausland und auch für die Konzentration der Herstellung auf wenige Betriebe war und ist der Kostendruck. Und dadurch entstehen nun gravierend zutage tretende Abhängigkeiten vom Ausland. Was wir brauchen, ist also hier eine radikale Wende. Wir müssen die Souveränität über die Arzneimittelproduktion endlich zurückgewinnen. Wir müssen lebenswichtige, aber auch alltäglich benötigte Arzneimittel wieder in Europa, in Deutschland
und im besten Fall sogar hier in Niedersachsen produzieren. Arzneimittelsicherheit gehört in die Sicherheit des eigenen Landes. Werte Kollegen, das ist kein Prozess, der von heute auf morgen vonstatten gehen kann. Das ist uns auch klar. Aber das ist auch einer, der hier aus diesem Landtag gestartet werden kann und mit Zustimmung, auch mit unserem Antrag, hier seinen Beginn finden kann. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.